Ja, mein Name ist Mike Michalke und ich arbeite für die Cultural Commons Collecting Society. Die C3S tritt an, um eine neue Verwertungsgesellschaft für Musikwerke zu etablieren. Es geht dabei darum, dass Musiker ihre Urheberrechte an Musikwerken der Verwertungsgesellschaft anvertrauen können, die dann als Treuhand dafür Tantiemen bezieht auf der Grundlage von Tarifsystemen. Es gibt solche Verwertungsgesellschaften überall auf der Welt. In Deutschland nimmt die GEMA als einzige Verwertungsgesellschaft die Musikrechte in dieser Art und Weise wahr und wir möchten da halt als Alternative auftreten. Die C3S versteht sich nicht als Kampfansage an die GEMA, sondern wir möchten mehr halt ein Angebot sein für die Musiker, die sich in der GEMA eben nicht zu Hause fühlen, die es halt einfach gibt und wir nehmen der GEMA damit quasi auch nichts weg. Die C3S verwendet GPG zur E-Mail-Verschlüsselung und zwar so, dass wir haben so ein ganzes Netzwerk von verschiedenen Mailinglisten, über die wir uns organisieren. Das muss übers Internet laufen, weil unser Team halt aus ehrenamtlichen Mitarbeitern besteht, die über ganz Deutschland verteilt leben. Und da bietet es sich dann natürlich an, dass man organisatorisches per E-Mail klärt. Und als erstes Problem war uns dann natürlich klar, wenn man versucht, tatsächlich ein so großes Unternehmen aufzubauen, das tatsächlich als Alternative für eine bestehende Verwertungsgesellschaft besteht, dann muss sicher sein, dass wenn eine Person in diesem Team einer anderen Person in dem Team etwas mitteilt, dass diese Mitteilung auch wirklich von dieser Person gekommen ist und nicht von irgendjemandem, der sich als diese Person ausgegeben hat. Das zweite Problem ist, dass wir eine sehr große technische Infrastruktur haben, verschiedene Server, verschiedene Social-Media-Kanäle, die die C3S betreibt. Und da müssen dann halt manchmal auch zum Beispiel Zugangsdaten ausgetauscht werden oder aktualisiert werden. Und wenn man das halt sicher übers Internet machen will, dann geht das eben auch nur verschlüsselt. Weswegen wir halt auch für diesen Austausch GPG einsetzen. Wir haben jetzt keine expliziten Gegner, gegen die wir uns bewusst verteidigen. Es ist eher so eine Art Versicherung für uns. Dass die sind, also jetzt mal von der ganzen NSA-Geschichte abgesehen, ja, und dass man wissen kann, dass E-Mails auf jeden Fall auch abgefangen werden und auch automatisch ausgewertet werden können und. Davon ganz abgesehen, ist uns einfach bewusst, dass E-Mails, die auch nur im entferntesten eine sensible Information enthalten könnten, einfach verschlüsselt werden müssen. Generell. Also wenn ich es könnte, würde ich jede einzelne meiner privaten E-Mails verschlüsseln. Das scheitert nur daran, dass nicht alle Personen, mit denen ich kommuniziere, das eben auch benutzen. Aber sehr viele und immer mehr. Und ich finde eigentlich, dass man sich gar nicht erstmal gegen einen expliziten Gegner oder sowas wehren muss, um sich klarzumachen, dass um eine Nachricht halt ein Umschlag gehört. Das ist, finde ich, etwas Selbstverständliches. Wir gehen jetzt jedenfalls nicht davon aus, dass uns die GEMA explizit ablauscht oder so. Aber warum das Risiko eingehen? Also wenn man mit sehr geringem Aufwand, klar, es ist etwas Aufwand, aber wenn man mit sehr geringem Aufwand dafür sorgen kann, dass selbst wenn die E-Mails in falsche Hände geraten, sie dann inhaltlich nicht ausgewertet werden können, warum sollte man darauf verzichten? Also verstehe ich grundsätzlich auch bei anderen Unternehmen nicht, dass sie das einfach in Kauf nehmen. Die C3S nutzt GPG, um die Integrität und die Echtheit von Nachrichten überprüfen zu können. Denn wenn man so eine Organisation ist, die über das Internet miteinander kommuniziert und wo man sich darauf verlassen muss, dass man, wenn man Aufträge bekommt, dass die auch wirklich von der Person gekommen sind, die im Absender steht, dann braucht man dafür halt eine technische Absicherung. Denn man kann ja nicht einfach alles machen, was ins E-Mail-Postfach flattert, sonst ist man ganz schnell dahin als Unternehmen.
Ich finde tatsächlich, dass der gesamte Bereich der Signatur, also der Authentifizierung, viel zu sehr im Hintergrund ist in der gesamten Debatte. Klar, im Augenblick geht es auch Gott sei Dank befördert durch die ganzen Enthüllungen von Snowden sehr darum, dass inhaltlich ausgewertet wird und dass diese Informationen, die inhaltlichen Informationen eventuell sensibel sind. Aber davon ganz abgesehen ist schon, ohne dass tatsächlich irgendjemand gezielt Informationen auswerten will, die Frage, ob eine Anfrage oder ein Auftrag, der per E-Mail eingeht, tatsächlich von dieser Stelle kommt, von der sie vorgeblich kommt, finde ich eigentlich im Alltag viel relevanter und viel näher dran. Und das war ehrlich gesagt auch ein Weg, über den ich bei uns im Team die anderen davon überzeugen konnte, sich mit GPG zu beschäftigen. Ich habe nämlich an eine unserer Mailingliste, bevor wir angefangen haben, alles zu verschlüsseln, habe ich eine E-Mail geschickt und einfach die Absenderadresse von einem anderen Teammitglied genommen. Und es stand halt irgendwie nichts Bedeutsames drin. Es war halt einfach nur diese E-Mail, die an die Liste ging, wo quasi nur Hallo drin stand. Und diese andere Person, die das gesehen hat, hat irgendwie kurz danach eine E-Mail geschickt: Oh, mein E-Mail-Account wurde gehackt, ich habe alle Passwörter getauscht und ich muss noch mal gucken, ob irgendwas passiert ist. Und dann habe ich gesagt: Nein, dein E-Mail-Account ist nicht gehackt worden. Du musst keinen E-Mail-Account hacken, um die Absenderadresse auszutauschen. Das kann jedes E-Mail-Programm, das ist kinderleicht. Und dieses einfache Beispiel hat sehr zur Sensibilisierung dafür beigetragen, dass es super einfach ist, sich als jemand anderes auszugeben. Und da sehe ich halt eine viel größere Gefahr.